So, weiter geht es mit einer neuen tropisch-schwitzigen Folge Uncharted Lost Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die einen schwitzigen Daumen nach oben gegeben haben. Danke, danke, danke. Ihr seid wirklich wahnsinnig und die Unterstützung ist echt richtig top. Wie bekomme ich so einen geilen Arsch hin? Tja, indem man einfach hier immer wieder die Treppen rauf und runter geht. So, Chloe ist hier ein bisschen am Schwitzen, deswegen auch eine schwitzige Folge. Und ich glaube, wir müssen hier lang. Nadine hat den Weg vorgemacht. Ah, die Tür hier. Jetzt ist sie offen. Jetzt kann man hier durch, ein bisschen rutschen. Ein wenig rutschen schadet nie. Wow, aber Vorsicht. Ja, ich werde auch die Folge versuchen, wieder möglichst lang zu machen, damit die Leute auch ein bisschen was zu glotzen kriegen für den Support. Also immer schön weiter bewerten und dann werden die Folgen extra lang. Extra lang nur für euch. Denn Unterstützung belohne ich immer. Also Wasserfälle und Gebirge. Check. Wie bist du eben gerade da so schnell reingekommen? Nadine war auf einmal drin. Vorhin war es noch irgendwo da oben und hey, dann zack drin. Nur, dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Aber andererseits... Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu dem, der da oben war. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jung. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieber. Tja, jeder wie er kann. Tja, die eine haut drauf und die andere, die ist giftig. Frauen eben. Jeder wie er kann. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Hier oben... ist, glaube ich, schon mal richtig. Dann, glaube ich, können wir hier an der Seite hoch. Können wir hier den Jeep noch mitnehmen? Oder müssen wir den vielleicht sogar hier stehen lassen? Nee, das geht. Wir können hier hoch. Wow. Unglaublich. Du hattest recht. Willst du näher ran? Sicher. Okay, gehen wir beide raus. Kommst du mit? Sie kommt wirklich mit. Krass. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und das bedeutet? Ich weiß nicht, aber anscheinend müssen wir noch zwei Symbole finden. Alles klar. Okay, wir brauchen noch zwei. Und wurde natürlich wie immer markiert. Alter, wer baut denn sowas jetzt ernsthaft? Schaut euch dieses riesige Ding an. Dieses riesige Ding hier, das ist so groß wie ein überdurchschnittlich großes Gebäude. Also ich wollte erst sagen wie ein Haus, aber nee. Das ist viel größer als ein Haus. Also ein reguläres Reihenhaus oder ein reguläres Einfamilienhaus ist auf jeden Fall kleiner. Mehrfamilienhaus ist dann wieder was anderes. Kommt drauf an, wie viele Parteien. Aber schaut euch dieses Ding hier an. Also ist ja wirklich der Wahnsinn, oder? Ein wenig bedeckt vom Grün. Also dann, los geht's. Gut, weiter geht's. Aber erstmal gehen wir hier in die Karte rein. Denn ich muss hier über die Brücke und dann irgendwie dem Fluss folgen. Also, wo ist die Brücke?
Also hier können wir doch bestimmt nicht runter, oder? Bist du wahnsinnig? Kies! Alter, was ist denn das bitte schön für ein Jeep? Der unzerstörbare Power Jeep. Und was hier? Geht's hier durch? Hier geht's nicht mal durch. Okay. Dann eben nicht. Ladies. Wir brauchen einen anderen Weg. Warte, wir können hier so rum. Wir gehen mal hier unten und folgen dem Fluss. Was gibt's denn hier eigentlich Schönes? Waren wir hier schon? Karte. Hier ist der Turm. Wir folgen jetzt mal hier dem Fluss. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo noch einen kleinen Schatz. Ah, gut, ich gehe nachsehen. Warte, ich gehe nachsehen. Gut, Chloe, ja. Warte. Ich warte. Warte, während ich nachsehen gehe. Und ist hier ein Schatz. Kleiner Schatz, ein winzig kleiner Schatz. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier, wir gehen rein. Und hier drin befindet sich... eine Tür. Und ein kleiner Schatz. So, sind wir jetzt alle zufrieden? Ich hoffe. Was haben wir hier Schönes? Das sieht aus wie eine Karte. Ach, das ist ein Spiel. Schlangen und Leitern. Ey, das kennt man doch. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Spiel. Schlangen und Leitern. Ich habe es aber noch nie gespielt. Aale und Treppen. SpongeBob. Aale und Treppen. Aale und Rolltreppen. Aber Schlangen und Leitern, das gibt es auch schon ewig vor SpongeBob. Also, falls Leute jetzt denken, das kenne ich doch aus SpongeBob. Ja, bei SpongeBob gab es eine Anspielung drauf. Wahrscheinlich ist die SpongeBob-Folge so alt, die kennt gar niemand mehr. Da drüben sind Gegner, ne? Also, die sehen wir alle, oder? Ja. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Fraser, warte. Ruhig. Die Rebellen sind vor uns. Sehen wir uns das mal an. Was zum... was? Was ist da los? Ja, wo denn? Oh Mann. Zeit zu ballern. Oh, hinter uns. Wow, 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 wow. Munition. Gib mir die Munition. Au! Oh, holy shit. Alter. In dem hohen Gras sieht man die gar nicht. Wo bist du, Dude? Wo? No, 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 no. Ich muss hier in Deckung gehen. Alter. Du siehst die Gegner nicht. Du siehst die Gegner nicht. Kann ich keine Rolle machen? Ich muss eine Rolle machen. Ich muss eine Rolle machen. Wo bin ich jetzt? Die Frage ist, wo sind wir? Ewig lang schwarzes Bild. Oh mein Gott, das muss laden. Wie weit bin ich weg? Am anderen Ende der Karte. Nee, wir sind hier. Gar nicht so schlimm. Okay, warte. Diesmal gehe ich direkt hier raus. Wir könnten Sie nett darum bitten. Geht hier keine Rolle? Irgendwie nein. Irgendwie kann sie keine Rolle machen. Ah doch, jetzt. Rollen, rollen, rollen. Ich bin hier mies am Rollen. Okay, hier ist einer. Boah, das sieht so wunderschön aus, die Beleuchtungseffekte hier in dem Spiel. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nach oben und hole mir den Sniperini. Drüben ist einer. Da hinten ist irgendwo noch ein Sniperini. Fangen wir besser hier an. Ja, die Gegner sind heftig, weil hier sieht man die nicht. Ich habe den eben gerade nicht genau gesehen. Ich habe ihn zwar getroffen, aber ich wusste nicht genau, wo der war. So, hier ist noch ein Fahrzeug. Steht hier noch einer rum? Hier drüben ist einer. They see me rolling. Moment mal. Alter. What? Ah, da ist ja noch einer. Das nimmt kein Ende, ha? Huh? Gut gezielt. Danke. Nadine, das ist deiner. Hinter mir.
Irgendwo hinter mir ist noch einer. Lebensenergie. Oh, der ist auch noch am Leben. Ah, nee, ist ein anderer. Es sind wieder irgendwie 20 Gegner. Schön. Ja, die sind schlimm. Die sind schlimm. Du wirst uns nicht aufhalten. Mach den tot. Hast du ihn eben gerade mit einem Schlag? Oh, Kacke. Kill ihn. Wow. Fuck you. Desert Eagle. Stimmt, die habe ich auch noch, aber die will ich sparen. Da drüben ist der Sniper Rini. Munition mitgenommen. Hey, Kumpel. Zeig mir dein Gesicht. Okay. Alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Shotgun ist immer wieder so eine miese Nummer. Ich hasse die Shotgun. Shit. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nicht mal ein Schatz. Die waren wohl schneller. Hast du was? Ich glaube, Asafs Jungs waren schneller. Tja, sie sind nicht weit gekommen. Vielleicht ist es irgendwo versteckt. Könnte sein. Erstmal hier in die Kiste ran. Mal sehen, was drin ist. Waffen auf jeden Fall. Ich hoffe doch eine gute. Ah, hier oben. Einmal. Nummer zwei. Yes, komm zu Mami. Ja, gut. Oh. Okay. Da bist du ja. Wer's findet, dem gehört's. Das hätte man auch jetzt sehr schnell übersehen können, ne? Okay, streichen wir das Ganze mal hier. Gut, jetzt müssen wir hier nach oben. Hier geht's dann irgendwie durch. Ich würde sagen, wir nehmen den Jeep. Der war irgendwo da hinten. Ah, ich sehe ihn. Ich bin ganz dreckig, aber ich stehe drauf. Baby, steh drauf, wenn du nass und dreckig bist. Sexy. Obwohl, ich bleib in Team Nadine. Nadine gefällt mir irgendwie immer noch ein bisschen besser. Ich mag eben Schoko. Obwohl, die ist ja eher so Milchschokolade. Karamell. Okay. Dann tuckern wir mal nach oben. Sind hier Gegner in der Nähe? In der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Du meinst den da? Alles klar, hier parken wir das Baby mal. Kommst du mit? Bewegung tut gut. Wohl wahr. Wohl wahr. Schau mal hier, was ist das? Keine Ahnung. Ich bin jetzt schon da, wo ich hin wollte, oder? Nein, ich bin irgendwo anders gelandet. Egal. Alter, das ist wunderschön. Sieh mal einer an. Affen. Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. Ich mag Affen auch. Nadine, du bist perfekt für mich. In dem Gebäude da ist anscheinend was. Ja, Affen. Außer ja, Affen. Affen. Ich mag Affen. Affen sind meine Lieblingstiere. Ich hätte voll gerne ein Äffchen als Haustier. Was wäre so cool. Hier? Was haben wir hier? Was ist mal das hier? Sehen. Eine Karte, eine 3D-Karte. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir. Und da wollen wir rein. Was gibt's denn hier Schönes? Schaut mal hier. Ein Armreif oder eine Kette? Aha! Noch ein Andenken für meine Sammlung. Die Eule. Gut. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Wo denn? Eben gerade konnte ich gucken. Hier. Diese Figuren, das müssen die alten Hoysala-Könige sein. Insgesamt 11. Okay. Karte! Kann man die Tür irgendwie öffnen? Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es.
Sie haben die Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Wow. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Ach, wir brauchen diese ganzen Münzen. Eins. Moment. Kann es sein, dass die Symbole, die wir hier sehen, auch die Orte sind, wo die Münzen letzten Endes liegen? Hilft das uns, würde vielleicht Sinn ergeben. Glaube nicht, aber... Komme ich irgendwie hier rüber? Okay. Ja, Geld ist immer gut, ne? Komm schon, lass uns weitermachen. Wie komme ich hier rüber, Ladies? Wahrscheinlich nur durch die eine Tür. Nur durch die eine Tür. Und die eine Tür, die kriegen wir nicht auf. Denn die ist auf jeden Fall zu. Und die ist ganz schön stabil. Aufbrechen mit Granaten irgendwie. Nope. Oh, da ist noch eine Kiste. Sehe ich gerade. Keine Anhalter. Oh, wie langweilig. Oh, wie langweilig, gell? Ach, ein bisschen Kacke auf dem Sitz. Das bringt Glück. Das bringt Glück. Glückscode. Noch nie gehört? Und ein bisschen Glück schadet nie. Und was haben wir hier Schönes? Wir nehmen es mit. Oh, Moment. Da ist sogar ein Schatz. Und Granaten. Was ist das hier? Du bist eine Miniaturkanone. Okay, nein, da wollte ich gar nicht hin, sondern ich wollte hier hin. Und wir sind jetzt hier und wir müssen ein kleines Stück hier rüber. Also hier nochmal rein. Sieht in die alte aus. Mühle. Sieht gut aus. Dann los. Riecht gut. Dann los. Ja, riecht gut. Ey, Nadine, ich weiß nicht. Irgendwie denke ich immer so ein bisschen, Nadine, wenn ich die hellste. Siehst du das da drüben? Affen. Ja, Affen. Aber siehst du, was da noch ist? Affen. Höhle. Ja, Nadine, das ist eine Höhle. Dunkel. Wie Haut. Ja, die ist dunkel wie deine Haut, Nadine. Ich mach Bum Bum kaputt. Ja, aber sie will 50% und ich find sie süß. Einer von Asafs Lastern. Hier draußen sieht alles sauber aus. Das bedeutet, wir gehen mit unserem super krassen, unzerstörbaren Geländefahrzeug hier drüben hin. Unzerstörbar! Guck mal, ich spring raus, weil ich cool bin. Hey, schau. Shivas Axt. Das wow. Hab ich auch am Turm gesehen. Yep. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja. Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Nein. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positivere Art, wie den Stolz und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Okay, wir müssen ganz klein ein Stück zurück wegen der Winde. Die brauchen wir hier nämlich schon wieder. Also, was lernen wir daraus? Geh niemals ohne unzerstörbaren Power Jeep aus dem Haus, denn die Dinger sind total wichtig, wenn man Uncharted durchspielen will. So, rein damit. Okay. Um was? Mach ja nichts kaputt, Nadine. Ne? Okay, go! Wow. Wow. Nadine, du bist top. Ich kann fahren. Ja, das kannst du, Nadine. Rückwärts. Was haben wir hier Schönes? Oh, Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Tja, und wieder was gelernt heute. Das wird nachher abgefragt. Ich bin der sexy Lehrerin. Leute. Hier rüberspringen schaffen wir garantiert nicht. Nein, 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 nein! Das wusste ich. Fraser, bist du okay? Ja. Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine, nicht trinken oder sowas. Gut.
Okay, wir müssen hier durch. Kann ich reden? Hab den Mund zu, weil ich bin am Tauchen. Wunderschön, Alter, diese Grafik. Das ist halt so stimmig. Das ist einfach so stimmig. Ich finde, alles an diesem Spiel sieht schön aus. Einfach alles. Das ist einfach ein rundum gelungenes, stimmiges Spiel. Ey, geil. Kennt ihr die Dinger noch? Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Wie damals mit dem guten alten Nathan. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Jo. Wer findet, darf behalten. Ach, ja, stimmt. So. So ging das. Oh Gott. Das geht ganz schön aufs Handgelenk. Ich hoffe, ich bin gut versichert. Und habe eine gute Altersvorsorge. Wegen Gelenkschäden. Meine Knie sind Schrott, Alter. Ich habe Knie wie so eine 80-jährige Frau. Nach oben, nach unten. Yo. Wohin? Ernsthaft, wohin? Ich würde sagen, nach unten. Ah, hier geht's durch. So viel Grün, da sieht man ab und zu gar nichts. Oh, fuck. Gegner. Machen wir Randale? Ich bin aber kleiner als die meisten Männer. Ich dachte, wir sprechen über deine Füße. Tun wir hier. Penisspruch. Oh fuck, da drüben ist ja auch einer. Der gute alte Penis des. Kann man den hier nicht greifen? Echt jetzt? Ist nicht drin, wie es scheint. Mach ja keinen Warnschuss oder sowas. Dummes. Oh, kann man hier was finden? Wow, 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 wo muss ich denn hin? Vielleicht hier durch. Was ist das hier? Okay, warte, wir gehen nochmal hier hin. Wo muss ich denn hin? Ich muss doch da oben rein. Weißt du was? Ich werde euch jetzt umbringen. Alle meiner Meinung. Gut. Was hast du gefunden? Hier ist alles sauber. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Ich wusste nicht, dass sie so heavy sind. Sag mir, was du findest. Du suchst da drüben. Ich bin hier. Wahnsinn. Wechsel mal die Waffe durch. Moment mal. Lebe ich doch? Ja. Die sind irgendwo. Und runter. Ab und zu muss man ein bisschen YOLO machen. Ich glaube, den habe ich erledigt. Der ist weg, der Kollege. Komm schon, wie robust kann man sein? Ihr habt gute Waffen, ha? Aber dagegen habt ihr keine Chance, Jungs. Gib mir mal den Schrott hier. Einer ist noch am Leben. Hab ich dich. Irgendwo da hinten. Ach, hier drüben bist du. Alter, die machen hier immer wieder solche Ninja-Sprünge. Bist du okay? Ich behalte die hier. Etwas taub, aber mir geht's gut. 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 Weiter geht's. Weiter geht's. Taub ist nicht tot. Und solange du nicht tot bist, kannst du nicht jammern.
Und wenn du tot bist, hast du eh keine Gelegenheit mehr zum Jammern. Was zum Teufel ist das? Rätsel. Finden wir früh genug raus. Das ist ein Rätsel, meine junge Dame. Okay, mal sehen, was passiert. Einfach mal dran rumdrehen. Die Statue bewegt sich. Ich glaub's ja nicht. Das ist raffiniert. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Okay, das ist... Aha. Uff. Okay. Okay. Okay, ich lebe zwar noch, aber... Alter, wie komme ich hier durch? Alles klar, warte. Okay, man muss hier hin. Hier hin. Wenn ich hier drauf gehe, macht dann Schwinger. Mache ich das am besten? Also, den Weg muss ich nehmen. Ich gehe hier hin, er schwingt. Das funktioniert nicht. So, er schwingt. Das war knapp. Hier ist alles cool. Und hier drüben hin. Okay, ich glaube, das war's. Warum muss ich sowas machen? Warum kann das nicht mein Hühnchen Nadine machen? Die würde ohne Kopf auch noch weiter flattern. Oh, wunderschön. Fuck, sieht das gut aus. Ich meine den Arsch und die Aussicht. Natürlich auch die Aussicht. Alter, meine Finger sehen aber ganz schön mitgenommen aus. Wir können sogar wischen. Wo ist denn unser Affenfoto? Die kleine Affenfoto. Süß. Offiziell süß. Oh, verdammt nochmal. Ah, Kacke, noch eins. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häuser da sonst. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Klug. Na gut. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ganz schön knapp. Kann ich jetzt hier hin? Das müsste stimmen. Okay, ich bin schon mal hier. Okay, das ist nicht gut. Das geht nicht. Alles klar. Ey, ich muss ein bisschen was ausprobieren. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wo der Radius... klar, natürlich. Da, wo ein Symbol ist, da ist auch eine Aktion. Die Platten ohne Symbol sind ohne Aktion. Das ist mir bewusst. So, jetzt kann ich hier. Okay, und jetzt? Sobald die leuchten, holen sie aus, oder wie? Toll! Wenn ich jetzt hier drauf gehe, bin ich erledigt. Okay. Sobald die leuchten, holen sie aus. Gut. Das hätte wehgetan. Ja, hätte es. Gar nicht so schlecht. So. Und wir haben's. Ob es noch eine dritte Runde gibt? Gut, geschafft. Ich meine, normalerweise gibt es immer drei Runden, oder? Ah, natürlich! Runde 3!
Es gibt immer drei Runden. War klar, dass noch was kommt. Klar. Woher wusstest du das? Aller guten Dinge sind drei. Ja, ich spiel hier definitiv ein Videospiel. Es sind immer drei. Es sind einfach immer drei. Okay, hier ist ein Doppelsymbol. What the... Puh. Nicht schon wieder. Gut, hier kann ich schon mal nicht hin. Warum bekomme nur ich auf die Fresse? Nadine, mach mit. Auf die Fresse kriegen macht super hammermäßig viel Spaß. Hab den Luftzug gespürt. Oh oh. Okay, soweit so gut. Wenn ich hier hingehe, bin ich tot. Ich weiß es noch nicht. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch, interessanterweise. Über die Hälfte? Ja, sagen wir über die Hälfte. Okay, hier bin ich safe. So. Aha. Okay, der hier ist noch cool. Ah, er schlägt zu. Er hat geleuchtet. Ich hab's nicht gesehen. Mann, habe ich noch den Weg drauf? Ich weiß es nicht. Tja, die Haare sitzen noch. Ich habe zwar eben gerade irgendwie eine 400 Kilo schwere Streitaxt aus Stein in die Fresse bekommen. Obwohl, das ist kein Stein. Aus Messing. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendein Edelmetall. Nicht nah genug. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Hier ist cool. Anderes Symbol. Hierhin. So, also. Wenn ich hierhin gehe, habe ich auch nur noch einen Schritt, der schlägt mich. Das heißt, ich kann im Grunde... Okay. Geht's mir gut? Mir geht's gut! Mir geht's gut! Habe ich jetzt zwei Schritte? Leuchtest du, mein Freund? Nein, ne? Ich bin drüben! Ich bin offiziell drüben! Gott sei Dank, da drin hat es ganz schön gemodert und gestunken. Noch so einen kleinen Eckenschatz für mich? Kleinen Eckenschatz für Mutti? Okay, warte mal, wir gehen erstmal hier hin. Schön, wieder draußen zu sein. Yep. Genieß es. Es roch nach Tod. Es roch eindeutig nach Quantum, ja. Finde ich auch. Mal los. Hat nach Quantum gerochen. Gut geraten. Ja, man merkt schon, die alte Nadine ist ein sehr, sehr schlaues Mädchen. Oh, das hier ist noch schwerer. Ah, okay. Naja, noch schwerer. Ach, das ist verkehrt rum, wie es scheint. Noch schwerer, nicht für mich. Da ist er. Bringen wir das Wasser auf. Der alte Shiva-Labuff. Anders ist. Vielleicht kommt Feuer oder so. Wegen Shiva? Verarscht mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Mhm. Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Ja, irgendwie schon. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht zwei von drei. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser.
Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier, direkt am Rand von Halebid. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort befindet sich über den Wasserfällen. Das mit dem Dreizack. Ein Kinderspiel. Australien. Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Ich denke, das ist unser Rückweg. Abkürzungen sind immer gut. Ob ich da ranspringen kann? Müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Ja, komm. Was Nadine kann, kann ich auch. Lady, du bist mir im Weg. Du bist mir im Weg. Guck mal, hier wird gerutscht. Und da ist er wieder, mein guter alter Jeep. Rutschig, hä? Was bei den Wasserfällen. Klingt nach einem Plan. Okay, aber erstmal schauen wir hier auf die Karte. Also, hier oben sind wir durch, da drüben sind wir durch. Ah, die ganzen Scheiben sehen wir jetzt sogar. Okay. Machen wir die Nummer mit da den Scheiben. Es macht mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. So wie uns. Ja. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. So einen Moment. Okay, hier müsste es eine geben, oder? Ja. Hier ist die. Hol dir die Scheibe, Kind. Ah, noch was. Ja, ein Pferdchen. Kann man hier hoch? Kann man. Wow, ich bekomme auf diesem Trip richtig viel Hornhaut. Und hier ist die Scheibe. Hm. Nein, hier ist ein Rätsel. Nachdenken. Hier ist ein Rätsel, meine Freunde. Das ähnelt dem Verriegelungsmechanismus von vorhin. Ist nur etwas komplizierter. Ja, aber wie bekomme ich denn... Ah, natürlich, ich muss die Lücke wahrscheinlich. Jede Scheibe lässt sich einzeln drehen. So ist das schon korrekt, aber ich muss die anderen... Ich muss die anderen reinschieben. Okay, warte mal, wir fangen mal außen an. Das war nicht klug, oder? Nein, das war nicht klug. Wir müssen erstmal... Moment. So. Ah, ich muss es auf die andere Seite machen. Okay, jetzt sehe ich es. Hab eben gerade gar nicht gesehen, dass man das auch hier rüber machen kann. So. Zu dir komme ich später. Und jetzt muss dieses Baby hier rein. Das sieht schon besser aus. Moment. So rum. Ich würde sagen so. Ah, ich muss das andere noch drehen. Moment. Ich habe eben gedacht, ich wäre auf der äußeren Scheibe. Okay, warte mal.
Ich muss das hier also wirklich wegmachen. Das ist ja doof. Ich dachte, er kann beide nehmen. Das ist ja doof. So, jetzt hat er den hier. Jetzt muss ich wieder so rum machen. Dann wieder hier hin. Dann wieder rum. Das alte Lied. Rum, die, die dumm. Mach mich nicht dumm. Na komm zu deinen Freunden. Komm zu Mami. So, das können wir schon mal hier so lassen. Catch. Zip. Wieder so rum. Zack. Ups. Egal. Ist nicht schlimm. Und jetzt haben wir schon mal hier alle Teile. Gut. Danke fürs Warten. Und ich denke mal, wir brauchen ihn so. Wie ein weiser alter Mann einst sagte, Abra-Scheiß-Kadabra. Gib mir den Shitty. Deine Brüder und Schwestern warten schon auf dich. Wir haben das Pferdchen. Also sind das hier 11 Stück. Right? Right. Und wie viele fehlen denn noch? Also, hier oben haben wir alle, dann unten 1, 2, 3 ganz unten, dann 4, 5, 6. Wir haben praktisch gesehen die Hälfte. Da bin ich wieder, Nadine. Noch ein Andenken für unsere Sammlung. Und die ist groß. Die ist richtig groß. Diet, diet, diet. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. So sieht's aus. Kann man hier durch? Ja, kann man. Denn wenn wir eine Sache wissen, dann, dass der Jeep im Grunde alles kann. So, jetzt nochmal hier hoch. Moment. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, geh rein. Also, okay. Jetzt bin ich hier. Reden wir weiter? Ja, ich muss wieder da zum Tempel. Jedenfalls zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Hier oben geht's gar nicht durch. Na, an der Stelle verfahre ich mich immer. Ich muss irgendwie da unten hin. Wieder zurück zum Fluss. Also, Moment. Ich bin hier über die Brücke gegangen. Check. Stimmt, das ist dieser gewagte Sprung hier, der aus irgendeinem Grund gut geht. Und dann kann man hier irgendwie so durch. Dann kann man diese Rampe nehmen, das irgendwie auch gut geht, weil dieser Jeep hier unzerstörbar ist und schon bin ich hier. Ich schaue mich nur kurz um. Eigentlich wollte ich auch eben gerade wieder nicht aussteigen. Hat mich einfach rausgerissen. Okay. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, wenn, dann will ich hier noch die Nummer mit den Scheiben mitnehmen. Ich mach das, Mädels. Weil Geld. Okay, da sollten wir lieber nicht runter. Das ist keine gute Idee.
Alter, im Grunde ist es eigentlich wirklich ein Open-World-Spiel. Also angeblich soll eine Scheibe genau hier sein. Ich schaue mich nur kurz um. Hier beim Elefanten. Guck mal hier drüben. Das ist schon mal interessant. Was haben wir hier? Nochmal. Den Gockel. Kann man hier vielleicht irgendwie hochklettern? Irgendwas machen? Man kann hier ein Foto machen. Ein Selfie. Machen wir ein Selfie? Nein, wir machen kein Selfie. Schade. Schick. Gib mir mal die Karte. Karte. Ja, das Ding muss genau hier sein. Also irgendwo hier muss noch eine Scheibe rumliegen. Kann man das Ding besteigen? Ja, ich habe besteigen gesagt. Ha. Wenn ich eine Scheibe wäre, wo wäre ich dann? Unterm Rüssel, im Rüssel, am Rüssel. Neben dem Rüssel. Da, wo der Rüssel ist. Moment, kann man hier tauchen? Nee. Ich dachte schon, hier wäre irgendeine Vertiefung. Warte, aber hier drüben kann man bestimmt hochklettern. Aber das ist ja ein Stückchen weiter weg. Nein, hier kann man auch nicht hochklettern. Nun, dann, ehrlich gesagt, I have no idea. Die Scheibe sollte genau da sein, wo ich jetzt gerade bin. Aber man kann hier nirgendwo hochklettern. Ha. Und das Ding hier gibt mir auch keinen Hinweis. Ich werf mal eine Granate drauf. Wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach eine Granate werfen. Nee, müssen wir später nochmal hin. Ich check's gerade nicht, wo hier die Scheibe ist. Holen wir uns die andere erstmal. Okay, die andere ist direkt in der Nähe, irgendwo unten. Ist das hier die richtige Richtung? Jo, ich glaube nur, wir sollten, obwohl ich glaube, hier kommen wir gar nicht außen rum. So, hier habe ich schon wieder was Neues gefunden. Ich schaue mich nur kurz um. Gut, bis dann. Hallo nochmal. Hallo nochmal, mein kleiner Freund. So, jetzt bin ich hier. Da drüben sehe ich eine Kiste, also muss man da auch irgendwie hochkommen. Weil hier ist wieder Schlamm. Da sehe ich ein Seil zum Klettern. Das heißt also, auf der anderen Seite muss es auf jeden Fall irgendeinen Weg geben. Oder ich kann da nicht hoch? Da gibt doch gar keinen Sinn. Aber hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Tja, klettern, 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 klettern. Also eine Scheibe will ich jetzt aber noch haben. Eine Scheibe muss drin sein. Dann mal rüber. Moment. Warte, warte, schwing. Nein, du sollst schwingen. Warum kann ich denn hier schon wieder kein Seil hinschleudern? Na also, geht doch. Cool bleiben. Nein, oh Gott. Verdammt. Mir geht's gut. Ich ruhe mich nur aus mit dem Gesicht im Dreck.
Gehen wir erstmal hier hin. Oh, immer diese tödlichen Sprünge. Okay. Gib es mir. Gib es mir. Wo ist es denn? Hier drüben. Gib Mami den Shit. Okay, hier ist nur Munition dafür. So, jetzt bin ich drüben. Granate hier hin. Natürlich. 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 Endlich mal wieder ein Bums. Ja. Freu dich doch. Was haben wir denn hier? Scheibe. Noch ein Häusler-Andenken für meine Sammlung. Gut. So, den Elefanten, den finde ich noch irgendwie raus. Moment, die Karte ist noch nicht aktualisiert, oder? Das war jetzt die hier unten. Ja. Dann ist hier drüben noch eine. Und dann wären wir auch schon bei dem Wassertempel mit dem Dreizack. Und das machen wir alles in der nächsten spannenden Folge Uncharted. The Lost Legacy mit unseren beiden sexy Ladies. Danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen für die extra langen Folgen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.